Klar. Könnt ihr uns denn alle sehen? Alles klar. Also die Kamera anhaben, die können wir sehen. Ja, das ist wunderbar. Super. Ja, also herzlich willkommen zur Session zum Community Management Leitfaden, LernOS Community Management Leitfaden. Ich bin Achim. Genau, und heute sind noch ein paar andere Kolleginnen da von unserem AutorInnen-Team. Die stellen sich vielleicht gerade mal vor. Ich bin Tanja und ich arbeite seit 2016 bei Community Management und habe zusammen mit den Leitfaden weiterentwickelt und freue mich über den Austausch. Mikrofon habe ich schon. Ich hoffe, ihr könnt mich alle verstehen. Hallo an alle hier im Raum. Hallo an alle im virtuellen Raum. Mein Name ist Stefanie Preisinger. Ich bin bei Continental AG als Community Manager und Consultant und seit 3,5 Jahren jetzt in dem Bereich, leite bei uns unser internes Guide- und Multiplikatoren-Netzwerk und bin jetzt dabei, den Bereich, die Kompetenz Community Management ganzheitlich gesehen aufzubauen bei uns und habe mit diesem Team hier zusammengearbeitet. Wer ist denn? Haben alle ihr Mikro ausgeschaltet? Haben alle nochmal geguckt, ihr Audio auszuschalten, Lautsprecher auszuschalten? Ja. Okay. Ich bin Achim, habe ich schon gesagt, aber ich habe noch nicht gesagt, woher ich komme. Ich bin von Mercedes-Benz und war natürlich auch Teil des Teams. Und wir haben 2017 ein Social Intranet eingeführt und in dem Zuge eben auch eine Community Manager Qualifizierung und Vernetzung, und das ist so mein Job dort immer noch. Und das war sehr spannend, mit euch zusammen den LernOS Community Management Leitfaden zu entwickeln. Hier seht ihr schon so ein bisschen in der Vorschau, was da drin ist. Wir dachten, wir sagen kurz, ihr könnt jederzeit Fragen stellen, natürlich. Wir möchten hier nicht irgendwie in einseitige Monologe verfallen. Aber wir sagen, wir wollen kurz die Struktur erläutern, was wir uns grundsätzlich dabei gedacht haben, und dann dieses Kernstück, den Lernpfad, vielleicht inhaltlich auch mal in Stichworten durchgehen. Grundsätzlich, ihr ergänzt mich dann gerne, ja. Wir haben uns natürlich nach den LernOS-Prinzipien orientiert. Wichtig war, wir wollten einen Leitfaden bieten, der euch nach dem Baukastenprinzip ermöglicht, selbstständig das zusammenzustellen, was ihr eben auch gerade braucht. Deswegen hat er zum ersten zwei Teile, einen Grundlagenteil, einen sogenannten Grundlagenteil. Und ich gehe hier gerade jetzt mal, Entschuldigung, hier auch rein. Hier ist übrigens auch ein Link mit verbunden. Ja. Ein Grundlagenteil, in dem so ein bisschen auch die Theorie erläutert wird, Begriffe geklärt werden, Fallbeispiele drin sind. Wir sagen dazu gleich noch was. Und zweitens eben den eigentlichen Lernpfad, und der ist in recht kompakter Form, führt er euch durch 12 Wochen, wenn ihr so einen Lernzirkel nach dem LernOS-Prinzip macht. Also ihr könnt mit euren Peers in dem Zirkel jede Woche ein Thema raussuchen, das beackern, gleichzeitig Aufgaben machen, die zu eurem Community-Vorhaben passen, also sehr praktisch dann auch, und im Peer Circle das Ganze wieder erden und mit Erfahrungen aufwerten, die auch andere, oder Feedback, das auch von anderen kommt. Das sind so die Grundlagen. Sonst Baukastenprinzip heißt einfach auch, es werden viele Vorschläge gemacht an den einzelnen Stellen, aber ihr müsst natürlich nicht alles machen. Wir standen immer wieder vor dem Problem auch, wie viel stecken wir da rein an Inhalten, wie viel lassen wir offen. Wir haben uns eher dafür entschieden, das dann, obwohl es vielleicht viel ist, aber es trotzdem so lean wie möglich zu machen und lieber Anregungen zu geben, was ihr zusätzlich noch machen könnt. Wir haben also auch ganz viele Querverweise und Verlinkungen drin. Beispiele oftmals angerissen, dann aber gesagt, hey, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann könnt ihr euch hier noch einlesen.
Und vor allen Dingen auch eine ganz große Toolsammlung drin, wo ihr halt für euch auswählen könnt, okay, was passt denn für unsere Community? Denn jede Community ist anders, was in der einen Community funktioniert, funktioniert in der anderen nicht. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, hier ist ein ganz großer Blumenstrauß, guckt, was für euch passt, was für eure Ziele passt, was für eure Zielgruppe passt und wählt dann quasi wie in diesem Baukasten das aus, was für euch passt. Und haben immer auch wieder Querverweise auf andere Blogbeiträge, auf Artikel, auf Bücher, haben auch unsere Quellen drin, sodass man sich das wirklich zusammensetzen und bauen kann und auch immer gucken kann, okay, wo stehe ich denn gerade in meiner Community-Entwicklung? Weil es sind manche, die stehen noch davor und sagen, okay, Community, ja, vielleicht sollten wir das angehen. Andere haben sich schon entschieden und sind gerade so dabei zu gucken, okay, was sind unsere Ziele, was sind unsere Zielgruppen, wo wollen wir hin? Und andere sind an den Punkten und sagen, okay, wir haben jetzt seit 2 Jahren eine Community und es läuft nicht. Lass mal gucken, wie man das Ganze verändern kann. Und da ist der Guide wirklich flexibel, dass ihr den so anpassen könnt, wie er für euch und eure Bedürfnisse passt. Und wir decken wirklich auch so alle Themen ab, von der Strategie über Nutzeraktivierung. Welche verschiedenen Arten von Communities gibt es überhaupt? Auf was muss man achten? Wo schaut man? Welche Rollen braucht es? Wie setzen die Rollen sich zusammen? Auf was sollte man achten? Wir haben so ein bisschen Technik-Part auch drin. Wobei in internen Communities ist Technik immer nicht wirklich viel, weil meistens müsst ihr mit dem arbeiten, was ihr vor Ort habt. Und habt nicht wirklich große Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Dann heißt es ja, hier ist Teams. Oder wenn ihr Glück habt, habt ihr was anderes. Weil, nein, Teams funktioniert nicht. Und dann müsst ihr halt schauen. Aber dadurch seid ihr da sehr flexibel und könnt halt einfach gucken, auf was ihr angehen wollt. Die Online-Teilnehmer sagen, dass es immer noch ein Echo gibt. Das ist ziemlich schwer ist. Ich würde nur überprüfen, dass wir alle hier im Raum auch unseren Lautsprecher ausgeschaltet haben. Ich weiß nicht. Sorry für euch alle. Ja. Und nee, das ich glaube auch, dass dein Computer ist ein bisschen blockiert. Ach so, Entschuldigung. Ich habe das umgedreht, weil ich das nicht groß gekriegt habe, damit ja. ihr im Raum das seht. Ich weiß auch nicht, kann dieses Teilen, das kann man, glaube ich, nur von dieser Tastatur aus steuern, oder? Ja, das habe ich auch nicht gesehen. Aha. Ich wollte nicht. Okay. Habt ihr die Spinne und das Ding an? Ja, die Spinne brauchen wir halt als Lautsprecher. Aber ist das quasi... Also, wir könnten mal... Ja. Bringt es was, wenn wir das Mikro da ausschalten? Ich glaube schon, weil so hast du halt immer das quasi doppelt, ne? Einmal vom Würfel und dann. Ich höre aber immer noch. Ist es jetzt ohne, ich sag einfach mal was, habt ihr kein Echo mehr? Wir müssen allerdings hier in den Chat reingucken. Ist ja. besser? Ja? Ja. Okay, super, danke. Okay, seht ihr den geteilten Bildschirm von mir eigentlich? Weil wir sehen den nämlich nicht. Ja, das wäre schön, ne? Ja. Ja. Aber guck mal, ob du das da unten nochmal anklickst, ja. weil es irgendwie wollte bei mir gerade nicht. Ja. Okay, also ich höre ehrlich gesagt immer noch so ein Echo. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei mir ist oder hinten. Ich weiß nicht, ob es wirklich weg ist. Also, aber du kannst alle anderen Töne ausschalten. Also jeder, der bei dir mit dem Laptop aufgeklappt ist, wenn der jeder den Ton ausmacht bei sich am Laptop, dann ja, könnte das klappen. Also ich mache jetzt mal wirklich meinen Rechnerton. Mache ich jetzt auch noch aus. Dann ja, also jetzt höre ich zumindest nichts mehr. Bin ich vielleicht... Jetzt ist es wirklich weg. Ach so. Okay. Okay, das zeigst du mal nach. Okay, in Teams war mein Ton weg, aber jetzt habe ich noch den Rechnerton auch noch runtergeschaltet. Okay, Entschuldigung dafür. Ja, die Hybridveranstaltung. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also,
Genau, Baukastenprinzip heißt, ah ja, ich wollte die Frage stellen an euch, an euch im virtuellen Raum und natürlich an hier. Was seid ihr denn für Lerntypen? Würdet ihr erstens Option A eher mit einer Übersicht einsteigen? Ja, ich will erstmal alle Theorie durchlesen. Oder aber würdet ihr gerne einfach praktisch loslegen, ohne jetzt zuvor allzu viel zu wissen? Also Option A, Theorie, Übersicht. Wer würde sich eher zu diesem Typ zählen? Und die online dabei sind, ja, da strecken schon einige. Ich weiß jetzt nicht, wir haben ja nur die Handzeichen im Moment. Ja, da sind Handzeichen. Wie viele Handzeichen sehe ich denn da jetzt? Vier, fünf. Wer ist hier noch? Übersicht, ja, okay. Ja, eine, zwei, gut. Und umgekehrt, die zweite Option, wer würde lieber sofort loslegen und praktisch arbeiten? So, und jetzt... Genau, das scheint ein bisschen mehr zu sein. Das scheint ein bisschen mehr zu sein, das ist toll. Also dann, genau. Also ich hätte noch Option 10 schön gefunden, und zwar, dass man einerseits theoretisch loslegt, aber schon gleich was praktisch macht. Also ich weiß nicht, ob wir nochmal dazu nachdenken könnten. Also ohne Theorie finde ich es nicht so cool, aber... Ja, also ich glaube, wir können, da wir ja Baukastenprinzip, ja, wir können, glaube ich, alles ein bisschen anbieten. Wolltest du dazu was sagen? Genau, also wir haben das quasi auch so verknüpft. Du kannst das auch so machen, wenn du mit dem Praxisteil startest. Weil wir da immer mit dazu erwähnt haben, hier hast du eine Übung, hier hast du eine Aufgabe. Und um die Aufgabe zu lösen, liest dir bitte Kapitel so, Kapitel so und Kapitel so durch. Und dann hast du quasi den theoretischen Unterbau, ohne dass du alles komplett gelesen hast. Also dann startest du halt nicht damit, dass du einmal die Theorie komplett liest, sondern du liest dann halt immer kapitelweise für die Übungen, die du gerade brauchst, und hast dann am Ende den kompletten Guide gelesen. Ja, also... Also tatsächlich habe ich mich auch schon beschäftigt. Ich finde die Theorie total toll. Also bin mir mit dem Guide total zufrieden, was Theorie angeht. Ich denke, da kann man eine ganze Menge raus lernen. Bin mir aber nicht so sicher, also ich jetzt auch überlege, damit eine Circle zu starten, ob das mit den 12 Wochen, würde ich mit meiner Erfahrung, wer vielleicht schon mal gemacht hat, mal hören. Da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Aufgabe in der Woche. Also es geht mir echt mal so, wo liest ihr das durch und diskutiert drüber? Und ich glaube, wir arbeiten an dem Canvas, um den Canvas auszufüllen. Wie kann man das sozusagen, wenn man wirklich halt zusammenarbeitet, versucht das zu erarbeiten in 12 Wochen, wie könnte man das angehen? Das wäre meine Frage daraus. Redest du jetzt speziell über den Guide Community Management oder generell? Oh, ja. Ja. Na ja, gut, also wir können jetzt mal kurz gucken, was wir eigentlich da drin stehen haben, weil ich glaube, wir haben schon ein paar Aufgaben, vielleicht reicht es dir nicht, aber dann würden wir es einfach auch mit als Feedback aufnehmen, aber einfach mal angucken, was eigentlich da drin steht. Weil, ja, genau. Viele der Aufgaben sind ja auch so gestaltet, dass du an deiner Community arbeiten musst. Meintest du die Frage ja so, dass du lieber im Circle mit den anderen eine gemeinsame Aufgabe hättest? Also die Frage ist halt, ist es als Circle gedacht oder ist es lieber, dass ich in 12 Wochen diese Schritte durchgehe? Es ist so gedacht, dass du die Schritte durchgehst und dich mit deinem Team aber darüber austauschst, wo habe ich gerade ein Problem? Könnt ihr mir Feedback geben, passt dieses Ziel, passt diese Zielgruppe? Wie kann ich diese Aktivität ausgestalten? Ja. Weil meist oft ist es so, dass die Sachen unternehmensübergreifend auch sind und nicht alle im Circle aus dem gleichen Unternehmen kommen. Und dann bringt es ja nichts, wenn ihr gemeinsam an dieser Aufgabe arbeitet, weil ihr ja andere Arten von Communities gründet für unterschiedliche Unternehmen. Okay. Und deswegen gibt es wenige Aufgaben, die wirklich für alle zusammen sind, sondern das ist so dann eher in Richtung Peer-Feedback, ne? Guckt euch mal an, was ich diese Woche gemacht habe. Passt das? Habt ihr noch Input für mich? Wo sagt ihr, dass ich noch was ergänzen kann? Weil ja jeder von euch was Eigenes entwickeln muss. Oder so. Ja, das ist jetzt die Unterscheidung, die man auch ganz hart treffen muss. Peer Circle, ja, das ist das, was bei LernOS passiert. Der Peer Circle, der ist für den Erfahrungsaustausch, für das gegenseitige Sparring, für Feedback und so weiter da. Aber dann hast du ja vielleicht noch dein Community-Kernteam,
mit dem du gemeinsam dieses Community-Vorhaben vorantreibst. Und da werden halt die inhaltlichen Sachen dann auch bearbeitet. Und ich glaube, wir haben da schon Aufgaben. Ja. Genau, schauen wir vielleicht einfach mal rein. Jetzt ist eigentlich der Fall, die Grundlagen lieber wollen, die sich erst eine Übersicht verschaffen wollen, die gehen halt ins Grundlagenkapitel. Die kommen jetzt auch nicht zu kurz. Die anderen gehen aber direkt hier in den Lernpfad. Und hier haben wir dank unserer Kollegin, die Sketchnoting machen, Franziska, hier auch ein schönes Scribble für die einzelnen Stationen, also die hier auch nochmal an der Seite aufgelistet sind. Es geht natürlich mit Grundlagen los, was für Arten von Communities gibt es, geht über Konzeption, geht über Inhalte, Technologien, Teamrollen, wie organisiere ich mich und dann Richtung, wie moderiere ich eigentlich, wie generiere ich Engagement und so weiter. Ich glaube, Teams hängt. Und der Mauszeiger hat auch falsch gehangen. Aha. Können wir online folgen oder? Ja, hier hat nichts gehakt. Ja. Funktioniert alles gut. Gut. Genau, schauen wir uns einfach mal beispielhaft so eine Session an. Ich gehe jetzt nicht in Hallo rein, weil das ist eher, es gibt auch so strukturelle Sessions, also erstmal wie Null ist zum Beispiel, ich organisiere mich als Circle, kennt ihr vielleicht das Working Out Loud, da vereinbare ich Termine und so weiter. Dann haben wir irgendwie so eine Halbzeitreflexion und Feedback, das ist auch eher so eine Pitstop-Phase und dann am Schluss feiern und wie geht's weiter. Das sind weniger inhaltliche Sessions. Aber schauen wir uns einfach mal die erste Session an, Arten von Communities und Rolle von Community Managern. Genau, wir haben ein einheitliches Schema für diese Sessions verfolgt. Wir sagen, worum geht es eigentlich? Was sind die Themen in dieser Woche? Und das ist, seht ihr, sind nur eine Bullet Points, weil die ausführlichen Sachen, die stehen halt tatsächlich in den Kapiteln, in den Grundlagen drin. Ganz kurz, Stefan, hast du eine Frage? Deine Hand ist oben. Ja, meine Frage dazu wäre, so gibt es auch so eine Art Meta-Übersicht? Ihr habt im Lernpfad oder in den Grundlagen habt ihr ja auch ein, zwei Fallbeispiele hinterlegt. Und meine Frage wäre, gibt es so eine Art Good Practice oder Best Practice Empfehlung, wenn ich jetzt als Organisation mit Community Management starte, dann benötige ich am besten das Folgende. So ein, also pro Community, ein Community Manager, vielleicht ein Moderator für ein halbes Jahr, der in die Methodik einführt, halt sowas. Weil ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, drei ausführliche Fallbeispiele da beschrieben von Conti, von Daimler etc. Aber so eine Art, ich bin jetzt neu, ich habe eine Organisation mit 40.000 Mitarbeitern, ich möchte mit Community Management anfangen. Was wäre so die Empfehlung? Sagen wir mit der Gießkanne für alle oder eher in kleinen Piloten oder was Kleines? Und was brauche ich dafür? Gibt es sowas? Wenn nicht, dann wäre es halt immer eine Anregung. Also was meinst du jetzt genau mit Meta? Communities für deine gesamte Organisation und zwar sehr viele und sehr viele verschiedene oder meinst du jetzt einfach eine Art von Crashkurs oder Crashübersicht? Was genau meinst du? Nee, dass man einfach sagt, für eine Organisation mit 1000 Mitarbeitern, wenn ich hier Community Management einführen möchte, dann bräuchte ich das Folgende an Ressourcen und Zeit und Sonstiges. Das kann man ja nicht wirklich pauschal beantworten. Also nur weil dein Unternehmen 1000 Mitarbeitende hat oder Hunderttausende, was willst du denn erreichen? Also willst du wirklich unternehmensweit Communities überall einführen oder startest du in einem Bereich? In welchen Bereichen willst du starten? Also es ist total schwierig. Und welche Community willst du? Willst du eine Support-Community? Da brauchst du ganz andere Ressourcen, als wenn du eine Community of Practice gründest.
es ist schwer, da irgendwelche Pauschalantworten zu haben. Das Einzige, was ich sagen kann, ja, bitte Community Manager oder Managerin, das ist kein Job, den du nebenher mal mit 10% machst, sondern braucht jemanden, der sich wirklich drum kümmert. Und klar, es gibt auch Grassroots-Bewegungen, die dann nach oben wachsen und sich entwickeln, aber irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo man Unterstützung braucht und ein bisschen Rahmen und Struktur gibt. Und da braucht es dann natürlich Ressourcen, aber pauschal zu sagen, hey, du hast 1000 Mitarbeitende, deswegen brauchst du das und das, ist total schwierig. Nee, es ist also mir schon klar, dass das pauschaler Sorge mit 1000 Mitarbeitern oder so, dass das nicht das vernünftigste Kriterium sein kann. Schon klar. Also ich glaube, das, was dir der Guide liefern kann, der liefert dir ganz viele Werkzeuge, um diese Urteile, diese Voraussetzung auch für dich selber zu definieren. Mhm. Also wir im Prinzip sagen wir dir, hey, du möchtest eine Community starten und das sind die Tools, die dir dafür zur Verfügung stehen, das ist das, was du brauchst, um das zu beurteilen. Natürlich könntest du das auch auf ein ganzes Unternehmen übertragen, aber ich sage dir gleich bei 40.000, auch da startest du klein, da wird es vielleicht größer und das ist natürlich eine mega Aufgabe. Du kannst das, was du dafür brauchst, zu analysieren und den Weg dorthin zu gestalten, das kannst du auch aus diesem Guide ziehen, aber wir sagen jetzt nicht, ja, das werde ich immer gefragt, ja, wie viel Aufwand ist denn das? 100 Mitglieder, ein Kappa-Tag, ja, also Kappa-Tag, das ist eine Personenressource oder ein Tag in der Woche. Also das ist eigentlich Quatsch, weil was wir hier auch sagen, erstmal Community startest du nicht alleine, du musst halt, ja, du bist im Allgemeinen am Anfang mit 2, 3 anderen Leuten unterwegs und dann guckst du einfach mal, was sich so entwickelt, was kommt. Und das Ganze ist ja kein Projekt. Also Community Management einführen, das klingt so ja wie Knowledge Management einführen. So vom Wording her, ich versuche jetzt nicht pedantisch zu sein, aber es ist einfach was Agiles, was sich in Schleifen weiterentwickelt, so eine Community-Entwicklung. Und das müssen auch die Chefs verstehen. Ja, also das ist dann nicht abgeschlossen, wenn du dann mal deine Online-Community irgendwann fertig hast und die Tore geöffnet hast und hey, jetzt kommt und mach bitte alleine weiter. Sondern du bist ja immer in ständigem Austausch mit deinen Mitgliedern und versuchst weitere Aktivitäten, vielleicht auch weitere Funktionen oder die Ziele weiterzuentwickeln. Und die Ressource ist einfach nicht, ja, natürlich, du solltest nicht alleine reingehen, ja, 1, 2 Leute und irgendwann merkst du vielleicht am Anfang ist es mehr Aufwand, später wird es vielleicht weniger, aber der Aufwand hängt einfach auch davon ab, was dir in dem Weg, in diesen Circles, die du machst, in diesen agilen Vorgehensweisen, was du dir da vornimmst und was dir dort begegnet. Aber agil sagt man ja auch nicht in Budget, in Time und in Quality. Das wäre ja die Projektherangehensweise. Bei agil sagt man halt, innerhalb von einer bestimmten Zeit nehme ich mir bestimmte Dinge vor und die erledige ich dann und dann gucke ich, wie es weitergeht. Also so wäre eigentlich auch das Herangehen bei einer Community. Okay, dankeschön. Gut, aber danke für die Frage, weil ja, das ist natürlich auch eine Frage, die von den Chefs gestellt wird. Und ja, also da. Einen guten Morgen. Hallo. Ja. Gibt es noch eine Frage? Nee, war einfach nur ein netter Gruß. War cool. Ja, passt. Okay, da telefoniert jemand. Ich muss das da immer ganz locker. Ja, ja, passt. Ich habe ihn stumm geschaltet, alles gut. Super, danke. Danke. Gut, was sehen wir hier jetzt? Also ich war ja hier, so ein Wochenplan, der ist strukturiert, die sind immer gleich strukturiert. Erstens mal, was sind die Themen? Bullet Points, ja. Aber dann auch der Hinweise auf das, was du sagtest, naja, ne? Wo kann ich denn die Theorie durchlesen? Ja, es sind wirklich diese orangen Dinger hier, das seht ihr, glaube ich, schlecht, also zumindest hier, ne? Ist ein bisschen schlecht. Da steht Definitionen, da steht Community-Rollen. Das sind einfach Verweise auf Kapitel im Grundlagenabschnitt. Und dort könnt ihr euch das aneignen. Und natürlich, ja, ich glaube, das kann man gut durchlesen, aber ihr könnt natürlich auch von der Tiefe her selber entscheiden, wie weit ihr da reingehen wollt.
Also ich glaube, es ist schon wichtig, Tanja, sich über meine Communities, was ist das für eine Art, für einen Typ, Gedanken zu machen, oder? Weil da existieren ja eigentlich viele Missverständnisse. Ja, ja, absolut, total. Und vor allen Dingen auch mal die Grundunterscheidung, was ist denn eine Community? Will ich wirklich eine Community? Was ist ein Arbeitsteam, obwohl dort, oder ein Projektteam, wo oft der Begriff Community total missbraucht wird? Und wo ist die Abgrenzung zwischen Community und Netzwerk? Dass ja eher so ein informeller, größerer, lockerer Austausch ist. Und bei Community geht es ja wirklich lieber weniger Leute, dafür engere Beziehungen, besseren Austausch, bessere Interaktion. Also was will man überhaupt erreichen und ist eine Community überhaupt der richtige Weg? Und nicht immer ist eine Community aufzubauen die Lösung für das Ziel, das ich erreichen will. Manchmal brauche ich was ganz anderes. Dann brauche ich vielleicht ein Netzwerk oder eine Arbeitsgruppe. Und da muss man halt gucken, okay, was will ich und will ich wirklich eine Community? Und dann zu gucken, okay, ist es eine Community of Praxis oder ist es eine Support-Community? Weil die haben ein bisschen andere Spielregeln, wenn es darum geht, wie entwickle ich die, wie baue ich die auf, was brauche ich an Ressourcen, aber auch welche Aktivitäten und Maßnahmen übernehme ich. Man kann nicht einfach sagen, hey, wir starten jetzt mal und irgendwas wird sich irgendwie entwickeln. Weil das ist das, wenn ich immer einen Anruf kriege, ja, hey Tanja, hier funktioniert irgendwas nicht. Kurze Frage aus dem Off, wer hat das gerade gesagt? Tanja? Ja. Man muss dein Computer auch ein bisschen im Bildschirm. Okay. Und diese Kamera ist eine Kamera, aber richtig. Ich glaube, die hat gerade irgendwie diesen Modus hier, wo sie folgt. Warte mal. Erstmal dir. Jetzt. Nee, die folgt mir immer noch. Ich dachte, ich kann das so ausschalten auch. Nee, damit schaltest du, glaube ich, an. Jetzt wieder an. Jetzt muss es aus. Jetzt ist es aus. Nee. Jetzt kann man so ein Stück reden. Doch, jetzt ist es aus. Ja. Aber jetzt kann es sein, dass es fix ist. Wäre es sinnvoll, wenn jetzt mal jemand was auf der anderen Tischseite sagt, weil dann müsste sie ja umschwenken. Ja. Gut. Genau, Tanja, zeig dich mal. Ich will dich nur einmal gesehen haben. Du bist Tanja. Hallo, Tanja. Gut, sehr gut. War da noch eine Frage? Ich hätte mal ein ganz, ganz konkretes Anwendungsfeld. Ne? Vielleicht gibt es da eine Antwort, ja oder nein, oder auch zum Adaptieren. Die Situation ist so, wir haben jetzt im Bereich ein großes Werk, ja, Ladegleiter installiert. Die sollen vor Ort die Leute beim Laden unterstützen. Ne? Klassischer Ansatz. Die sind ein bisschen lost in space. Ja? So, und jetzt ist die Idee, wir machen hier eine Peer Group, also einen Peer Circle raus. Ja? Die müssen sie aber selber organisieren und helfen sich selber gegenseitig. Ja? Und hier bräuchte ich quasi so eine Art Grammatik, ja? dieses Peer Groups. Und das, nachdem da immer wieder Leute auch dazukommen und auch rausfallen, könnte ich mir selber vorstellen, dass wir das für ein Jahresprogramm machen. Also ähnlich wie hier diese Struktur mit den einzelnen Bausteinen, die man dann wirklich dann in Zirkeln jedes Jahr wiederholt. Ja? Wäre das so ein Einsatzfeld, wo man sagen kann, da sollte ich mir das näher angucken, das könnte man für den Zweck gebrauchen. Ich weiß jetzt nicht. Genau, ich glaube, ich habe es noch nicht so richtig verstanden und ich höre nur das Wort Zirkel und dass es hier auch einen Zirkel gibt. Ich weiß nicht, ob du meinst, da gibt es irgendwelche Parallelitäten oder so. Also grundsätzlich glaube ich, ja, so eine Trainergruppe könnte eine Community bilden. Ja? Aber eine Community ist ja eher was Lockeres. Vielleicht bist du da der Community Manager. Ich brauche eine Organisation. Ja. Einfach zusammensetzen, ohne eine Struktur, ohne eine Grammatik. Mhm. Ja? Dann sitzen die alle da und gucken sich nur groß an. Ja. Weil es sind größtenteils Werkstattmitarbeiter, die kommen jetzt nicht aus dem Lernumfeld. Ja? Die haben jetzt nicht da groß lernen, sondern die kommen mit konkreten Problemen. Ich soll bei mir die Leute helfen. Ich bin aber selber auch durchaus noch auf einer Lernreise und brauche Unterstützung der anderen. Mhm. Also schon eine klassische Community, die ich hier brauche. Ja? Aber es muss halt auch selbst etwas sein. Das heißt, ich brauche eine Art Fassung, ja, eine Art Leitplanken, eine Art Orientierung, die diese Gruppe dann auch abspulen kann, durch einen Jahresdurchlauf. Und deswegen gefallen mir da die Punkte ganz gut, weil es eine gute Orientierung ist. Ja, also ich glaube, es ist eine. Ja, dann spricht man.
Ja, als Jahresablauf ist das schwierig. Also ich verstehe den Wunsch zu sagen, ich brauche eine Fassung. Aber den Rahmen, das ist das, was ein Community-Manager oder eine Community-Managerin liefert, ne? Die den Rahmen liefert, worin sich dann etwas entwickeln kann und worin sich dann die Teilnehmenden selbstständig austauschen. Und der Community-Manager oder Community-Managerin kann sich natürlich überlegen, okay, das sind die Dinge, die man machen kann, aber das soll dann alles zusammenlaufen. Weil wenn du jetzt hingehst und so ein Programm entwickelst, dann hast du keine Community. Dann nimmst du ja das, die Flexibilität raus, dass die sich selbstständig austauschen können. Gerade wenn es um andere Themen geht. Ich würde da gerne noch antworten. Gerne. Ich glaube, allein schon, dass dich das inspiriert hat, zeigt auch, dass das nehmen kannst und drauf rumdenkst ein bisschen, wie kannst du es adaptieren. Also, ich halte es schon für sinnvoll, du brauchst natürlich noch ein bisschen Adaption. Ne? Weil für mich wäre da Community sinnvoll, du musst aber auch neben diesem strukturieren Selbstlernen brauchst schon jemanden. Wenn du sagst, dass ein Handwerker reinschauen wollte, ne, da brauchst du jemanden, der da ein bisschen geil ist vielleicht. Zusätzlich. Ich muss aber auch sagen, mich hat diese Lernreise auch inspiriert, weil wir machen die Erfahrung, dass wenn du systemisch denkst, wenn ein System eine Reise macht und die Stakeholder drumherum nicht, ja, der Klassiker Community, die Community begibt sich auf eine Reise, macht tolle Dinge, findet es super, aber das System drumherum versteht es halt nicht, weil sie die Reise nicht mitmachen. Mhm. Ne? So, deshalb habe ich mir gerade gedacht, wie kann man denn dieses 12-Wochen-System nutzen, um sozusagen so eine Stakeholder-Lernreise zu machen, ja, dass die mitkommen. Also neben dem, dass man ab und zu mal was die Führungskräfte oder den Sponsor informiert, was passiert da. Ne? Wenn sie sich dazu bereit finden, natürlich, fände ich es sinnvoll, dass jemand aus dem Management genauso hierüber Bescheid weiß, wie ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die in der Community ist. Also von daher finde ich gerade diesen 12-Wochen-Ansatz sehr, sehr spannend. Ja, da machst du echt was Wichtiges auf, ne? Diese systemische Sicht innen und außen. Das schafft ja auch Ausgrenzung, ne? Könnte man sagen, wenn man eigentlich die Community sehr viel größer denkt und die teilnehmen an dieser Lernreise, die sind eben dann schon verbunden miteinander. Aber das hat auch Chancen, ne? Also das sind sozusagen die Promotoren, Promotorinnen für die zukünftig größere Community. Aber trotzdem das mitzudenken, ne? Ich weiß nicht, ob wir da hast du gesagt, da habt ihr was dazu? Ja, und ich würde auch gerne nochmal an dich die Frage zurückstellen. Das ist mir nämlich aufgefallen, Community und Netzwerk, ne? Die Übergänge können fließend sein. Und ob du da was hast, so im Sinne von scharfe Abgrenzung, ab dann Community, ab dann es lieber lassen. Das finde ich doch prima. Und ich sage dann kurz mal diesen kleinen Tipp, also Stakeholder mitnehmen. Ja? Ein Tool, das wir hier vorstellen, das haben nicht wir gemacht, das ist dieser Community Canvas, den zeige ich gerade, der begleitet so ein bisschen die Konzeption. Mhm. Aber es gibt da drei Bereiche, also das eher so was auf die Identität geht, das rote ist die Erfahrungen, die in der Community gemacht werden. Das Grüne ist so das Rückgrat, wie organisiere ich mich als Community-Team. Und das kann man wunderbar, man kann diesen Canvas nehmen und da eine Reise mit den Stakeholdern machen. Ja, also da geht man zu unterschiedlichen Leuten und sagt, hey, was denkst du denn über Rituale, was denkst du denn zur Identität? Und einer von unseren Mitstreitern hat es auch gemacht. Wir haben das hier in Konzeption und Planung unter Hilfsmittel eingebaut. Der Harald Laurisch hat es tatsächlich mit einigen von seinen Leuten gemacht und hatte auch Erfahrungen beim letzten Cross-Company Community Call, einem der letzten, vorgestellt, wie er das gemacht hat. Und ich glaube, es lohnt sich dann auch, das mal vielleicht
beispielhaft anzugucken, wie er das gemacht hat. Aber so kann man Community auch vergemeinschaften. Hallo, Klaus hier. Ein Wort habe ich jetzt noch nicht gehört, das ist mir ganz besonders wichtig, ist die Freiwilligkeit von Communities. Und ich glaube auch, dass wir Struktur brauchen, vielleicht so einen Jahresrhythmus, aber meiner Meinung nach immer auf der Grundlage der Freiwilligkeit, sonst habe ich was ganz anderes. Absolut, Freiwilligkeit ist das andere. Du kannst die Leute nicht in eine Community zwingen, weil die intrinsische Motivation ist das, was sie voranbringt, weil sie selber was erleben, weil sie selber was machen. Alles andere funktioniert nicht. Ohne Freiwilligkeit geht es nicht. Und das ist, wenn oft Leute sagen, hey, hier ist eine Arbeitsgruppe und wir nennen die jetzt Community. Nein, es ist keine Community, weil du dann den Zwang dabei hast, weil das ist ein Arbeitsprojekt. Bezüglich Abgrenzung, Netzwerk und Co. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Konzert. Wenn eine Band auf der Bühne ist und dann geht man in Austausch, Interaktion mit dem Publikum und irgendwann ist das Publikum weg und die Band ist weg und vorne bleibt eine kleine Kerngruppe stehen. Und die Kerngruppe, die immer noch weiter da ist, das ist die Community. Alles andere rundherum ist Publikum. Das ist eher so lose, die haben Interesse, die tauschen sich aus, aber die treffen sich dann vielleicht einmal im Jahr und sind dann beim nächsten Netzwerk-Event wieder. Okay. Ja, vielleicht ein Beispiel auch noch gerade jetzt in dem Kontext hier. Wenn wir uns so vorstellen, ja, wir vernetzen uns jetzt vielleicht alle und wir erweitern so unser persönliches Netzwerk. Wir wissen ja, wir haben uns hier getroffen und wissen schon, zu den Themen kann ich vielleicht dich ansprechen oder da dich zum Beispiel. Wenn wir uns aber dann sagen, okay, ja, wir sind jetzt genau die, die sich für dieses Thema, jetzt in dem Fall für Community Management, interessieren und sozusagen so eine gemeinsame Begeisterung, ein gemeinsames Thema und finden uns dann zusammen, um da etwas wie jetzt den Leitfaden weiterzuentwickeln oder uns dazu auszutauschen. Ich sage, das ist dann, wo wir so aus diesem größeren Netzwerk raus eine Community bilden könnten, als ein so ein Beispiel. Also ich glaube, Netzwerk ist etwas größer gesehen, wie so ein Spinnennetz weiter, aber auf ein spezifischeres Thema runtergebrochen, zu dem man sich regelmäßig trifft, austauscht, etwas kreiert. Das ist eher, wo ich es verstehen würde, als im engeren Sinne einer Community. Und Spinnennetz finde ich mir ganz cool, ein ganz cooles Bild dafür, weil du dann auch sagen kannst, okay, je größer das Spinnennetz ist, das äußere ist ein Netzwerk und je weiter du nach innen kommst, in den Kern, wo dann auch die Fäden viel dichter sind und diese Kreise viel kleiner werden, da kommst du in den Kern der Community. Ja. Das finde ich gut. So, wir haben noch online zwei Hände hoch. Franziska und Rebecca. Ja, danke schön. Ich nehme den Würfel. Ich weiß, ich gehe davon aus, dass der Leitfaden aus Unternehmensperspektive geschrieben ist. Ich selbst bin jetzt sozusagen beim Aufbau von dieser Konzertumgebung sozusagen, also dass es möglichst viele tolle Konzerte gibt. Und ich habe auch schon zum Thema Rollen, weiß ich auch, wen ich quasi im Kernteam meiner Community brauche, die sozusagen dann nach außen die Betreuung der Ticket sozusagen machen, ja? Inwiefern glaubt ihr, ist es sinnvoll im Bereich Ehrenamtskoordination hier quasi gemeinsam in das Lernen über diesen Guide einzusteigen? Also wie gesagt, ich habe ganz konkret 3 Menschen, mit denen ich sozusagen jetzt diesen Guide hier durchgehen würde, um jeweils ziemlich schnell zu wissen, okay, worüber redet die Franziska hier eigentlich die ganze Zeit? Macht das aus eurer Sicht Sinn oder sagt ihr, der ist eigentlich eher geschrieben als aus dem Bereich Unternehmen? Also du überlegst jetzt eher eine externe Community aufzubauen, habe ich das richtig verstanden? Also nicht nach Interview. Es würde ja zu lange dauern, das zu erklären, aber sagen wir mal so, die Verbundenheit, die wir miteinander haben, auch wenn wir die festen Community-Mitglieder sind, ist nicht, dass wir einen gemeinsamen Dienstvertrag haben oder so, sondern wir sind trotzdem auch da schon ein freiwilliger Zusammenschluss, auch im Kernteam. Das ist ganz wichtig, ja.
Ja, ich kann gern sozusagen. Ich glaube, gerade in dem Fall, das ist schon fast vorweg gesagt, eignet sich sogar besonders gut, sich hierüber nochmal Gedanken zu machen. Oder wie, was bedeutet das für uns? Wie können wir, also ich möchte es gar nicht so unter dem Aufhang, wir müssen da jetzt eine Community bilden sehen, sondern sich genau zusammensetzen. Was ist denn unser Ziel? Warum machen wir das denn? Da ist ja gerade wieder die intrinsische Motivation ein ganz großer Punkt. Und zu der Frage mit dem Guide, glaube ich, kann auch der da ganz gut helfen, wenn man sich genau diesen Fragen, mit diesen Fragen auseinandersetzt, gerade zu Beginn, was für Ziele haben wir, wer ist unsere Zielgruppe, für wen machen wir das Ganze, was bedeutet dann ja schon, sich mit dem Community-Begriff auseinanderzusetzen. Und dann gibt es sicherlich auch Punkte, die jetzt schon spezifischer auf ein Unternehmen sind, aber vielleicht oder können wir euch da auch einladen, dazu sich zu überlegen, was heißt das denn für uns jetzt auch im Sinne einer Organisation, aber nicht im Unternehmenskontext, sondern in diesem System, ja, freiwilliges Engagement und Verein, also es ist ja sehr ähnlich, wenn man es so sieht. Ja, es ist nicht ein Verein, es ist, wer Lust hat, sich dazu auszutauschen, ich stehe da echt noch vor einem riesen Fragezeichen. Super gerne einfach bei mir melden, da würde ich mich gerne mit beschäftigen. Ich wollte dir nur einen Kontakt empfehlen, weil ich habe gestern mit der Sabine und dem Oliver von der Gesellschaft für Knowledge Management gesprochen und das war sehr erhellend, weil die Sabine Wachs? Ich kenne nur den Vornamen, die Sabine. Sabine Wachs von der Gesellschaft für Wissensmanagement? Ja, richtig. Ja, das ist meine Kollegin, ich bin mit ihr im Vorstand. Verstehe. Also auf der, weil, alles fein, die ist super, ja. Da habe ich gelernt, ne? Da seht ihr euch als Community of Practice. Nein, ich gehöre da nicht dazu. Zum Beispiel. Und da, also für mich schließt sich das da auch gar nicht aus dem Ehrenamt. Ich wollte auch nur noch kurz vielleicht ergänzen von dem, was ist was, wann. Wir haben mal mit so einer Community-Kerntruppe ein Event gemacht in Berlin und haben uns verschiedene Gruppen angeguckt. Zum Lernen. Wir waren in der Kirche, da haben wir mit dem Pastor gesprochen beispielsweise. Ne? Da ging es immer darum, ist das eine Community oder nicht? Und das machst du als sozusagen Community Manager, ne? Um deine Schäfchen sozusagen zu motivieren. Wir waren in der Deutschen Oper und beim Deutschen Ballett und haben mal das Anti-Beispiel von Community gesehen, nämlich eine straff von oben geführte Balletttruppe mit prima Ballerina. Das ist mega hierarchisch, das hat überhaupt nichts mit Community zu tun, aber es hilft mal, den Blick zu nehmen von außen und nach außen, um zu gucken, okay, das ist es jetzt nicht und das ist es aber und guck mal, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass es das auch sein kann. Also vernetzt mich super gerne mit Menschen. Wenn ihr jetzt noch eine Idee habt, mit wem ich das mal besprechen könnte, das wäre total nett. Dann haben wir noch eine Meldung virtuell. Rebecca hat noch Hand. Und wir müssen auf die Uhr gucken. Ja, Zeit mehr. Also vielleicht doch noch die virtuell. Ich glaube, die war früher, sorry. Ja. Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin jetzt seit neuestem Community Managerin bei der BASF. Ich soll nicht einzelne Communities managen, sondern ich soll gucken, dass die richtigen Communities überhaupt erstmal entstehen und welche es hier braucht. Und denen würde ich dann ja euren Leitfaden empfehlen. Ah, da ist die Kamera, genau. Was ist denn eure Erfahrung? Was ist denn eine gute Anzahl von Menschen, um gemeinsam diesen Leitfaden dann zu durchlaufen für eine neue Community? Macht das eine Person alleine am besten? Irgendwo stand was von Stakeholder-Interviews. Was würdet ihr da empfehlen? Ja, also für den Leitfaden, wie gesagt, man muss unterscheiden. Circle, das sind die Peers, mit denen ich mit Erfahrung austausche. Da empfehlen sich so 4 bis 5 Leute. Man kann es auch mit weniger machen. Aber natürlich will man auch vielleicht mehrere Erfahrungen haben. Über 5 würde ich es jetzt nicht machen. Das verbraucht zu viel Zeit. Aber natürlich gibt es dann noch die Teams, die Kernteams, die die Communities machen. Und das sollte man auf keinen Fall alleine machen. Da sollte man sich auf jeden Fall mit anderen zusammentun und gucken, gemeinsam die Idee verfeinern, was man eigentlich machen will. Also mindestens 2, 3 im Anfang und dann kommen hoffentlich mehr dazu, je weiter man da reingeht. War das die Frage? Oder?
Ja, das hat mir schon sehr geholfen. Vielen Dank. Ja. Gut, wir sollen ja nicht überziehen, aber wie war das jetzt mit deiner Frage? Okay, gut, dann schließen wir jetzt ab. Vielen, vielen Dank. War sehr schön. War eine sehr schöne Austausch-Session. Fand ich wirklich sehr toll. Danke an die virtuellen TeilnehmerInnen. Tschüss und bis bald. Wir machen hier gleich weiter mit dem Thema Let's Talk Communities, wo es vielleicht nochmal mehr in Praxisbeispiele geht. Ja. Dankeschön.